Um Sendezeit zu sparen, habe ich Step 4 schon mal in Step 5 kopiert und wir öffnen hier wieder unser Projekt, diesmal aus dem Step 5 mit Xcode 9 und ja, der Simulator lebt schon wieder. Aber auch Xcode wird aufgehen und wir wollen jetzt programmatisch, klingt ja toll, ne? Einen zweiten orangen View daneben stellen, so irgendwo, so hier, so hin, ne? Nur, dass ihr seht, das, was man da im Storyboard zusammenklickt, hat natürlich eine Bewandtnis und ließe sich auch mit dem Code realisieren. Ich finde, das ist ganz gut, hier die Brücke zu schlagen zwischen visuellem Design und Programmierung. Ihr müsst jetzt das noch nicht alles verstehen, was ich jetzt hier mache. Einfach mal wirken lassen. Ich hab ja gut reden. Okay. View did load von unserer Klasse View Controller. Das wäre doch so ein schöner Punkt, wo wir, wie doch Apple hier schon anbietet, do additional setup after loading the view, wo wir das hier hinschreiben könnten. Was jetzt ein NIP-File ist, Gemach, liebe Leute, es gibt halt einiges zu erklären. Wie hieß das so schön? Es gibt mehr, als du siehst. Gut, was braucht man denn? Wir wollen einen weiteren orangen View machen. Also nehmen wir das doch mal als Konstante. Let, nennen wir das ganze Ding Another Orange View. So soll unsere Konstante heißen. Und was soll das denn sein? Unser Another Orange View. Naja, das soll sowas sein wie ein UI View. Das wäre nämlich die Klasse, von der wir gerne eine Instanz hätten. Ja, bitte ärgert euch noch nicht, ne? Werden wir schon genügend erklären. Und wir wollen einen Rahmen da gleich vergeben. Ein Rechteck. Und das, was wir da übergeben, ist ein CG-Rect. Und dieses CG-Rect, was wir da haben, ist ein Rechteck. Und wir können jetzt hier angeben, wo es denn positioniert sein soll. Also von X nehmen wir doch mal 150 Punkt, von oben, also Y, nehmen wir 20 und auch dieses Kästchen soll 100 mal 100 Punkt groß sein. So, also jetzt haben wir ein UI View mit einem Frame und hier habe ich unser Rechteck angegeben. Wenn euch das so nicht gefällt, weil ihr vielleicht sagt, na, da ist ja ein CG-Rect geschachtelt als Parameter in dem UR-View, das verstehe ich nicht, dann verstehe ich euch aber. Und wir können es natürlich auch so machen, dass wir sagen, unsere Dimensionen, unsere Dimension ist eben hier dieses CG-Rect. Oder warum immer Namen erfinden, nennen wir es doch Frame. Und wir übergeben diesen Frame hier als Argument. Dann habe ich das für euch getrennt, ist vielleicht einfacher. Wir haben ein Frame, das ist so ein Rechteck, beginnt bei x 150, y 20, ist 100 breit und 100 hoch. Und dieser Frame hier, den übergebe ich dann als Argument für unseren UI-View. Dann sollten wir nämlich so einen UI-View bekommen, der eben da und da steht und so groß ist. Jetzt müssen wir natürlich mit dem View noch was machen. Ich hatte doch versprochen, dass wir mit diesem Another Orange View eine Background Color setzen auf UI Color und wir nehmen hier Orange. Ja, wir wollten ja den auch orange haben. Aber nur weil wir einen Frame gemacht haben und eine Größe angegeben haben, ja, wir können das auch umbenennen, nennen wir das mal Size. Ja, für die, wo das jetzt zu schnell ging, drücke ich mal Command Z und wir machen das mal rückgängig. Denn da gibt es eine super tolle Funktion hier in Xcode. Schaut mal, ich klicke hier Frame an und dann gibt es da Editor. Edit all in Scope. Ja, Control Command E. Und wenn ich also etwas markiert habe und Control Command E drücke, dann wird überall, wo dieser Begriff auftaucht, im richtigen Gültigkeitsbereich, Scope nennt man das, wird das markiert
Und dann kann ich das hier umbenennen und ihr seht, ich tippe hier und auch da ist es umbenannt. Ja, so ist es vielleicht noch treffender. Und es gehört ja auch Mut dazu, seine Konstanten und Variablen mal umzubenennen, so bis es einem gefällt. Und ich zeige euch dabei eben gleichzeitig auch, wie der Editor funktioniert. Ihr lernt also immer was dazu. Also, wir haben also einen UI-View gemacht mit einer bestimmten Größe. Aber nur weil wir ihn gemacht haben, ist er noch nicht auf dem Bildschirm. Wir müssen jetzt irgendwie etwas tun, wie wir es im Storyboard gemacht haben, dass wir ja diesen View als Subview, als Child hier diesem View untergeordnet haben. Und genau das müssen wir machen. Wir hatten doch unsere unsere Property View. Ja, das war der View aus dem UI View Controller. Und da können wir sagen View at Subview. Wir wollen also einen neuen Unterview hinzufügen. Und welchen? Nach unserem Another Orange View. So, nur haben wir mal 4 Zeilen Source Code hier geschrieben. Und bevor wir lange drum reden, schauen wir uns erstmal an, ob das Ergebnis auch so dem entspricht, was wir unter Umständen wollen. Und dann werden wir nochmal im Code das Ganze besprechen. Wie gesagt, Leute, ich mache das jetzt nicht immer so hoppladihopp und schaut mal hier und so einfach ist das. Er ist ein Traum, oder? Ja, ist doch ein Traum hier. Und wenn wir unseren Simulator, ja, den kann man auch rotieren. Schaut euch das an. Rotate Left geht übrigens auch mit Command und den Cursor-Tasten, ja. Hier ist übrigens das, was ich anfangs sagte. Home-Button oben wird nicht unterstützt. Seht ihr? Da rotiert nichts mehr. Aber wenn es so rotiert, traumhaft. Also so darf es sein. Geklappt hat es. Also da war ich überhaupt stehen geblieben. Nicht so hoppla die hopp hier Source Code friss und stirb. Ich will euch hier ganz klar nur machen, passt mal auf, das was im Storyboard geht, lässt sich auch programmieren und mit so ein bisschen Sichtweise von beiden Parteien baut sich meiner Meinung nach bei euch viel schneller ein Gesamtbild auf und ihr seid sicherer im Umgang mit dem Ganzen. Also bitte deshalb nicht erschrecken, wenn jetzt hier so ein paar Begriffe schon genannt werden, aber großartig kompliziert ist es ja nur auch nicht. Wir haben also eine Konstante, die heißt size und das ist hier dieses CG-Rect. Das ist übrigens eine Struktur, die dahinter steht, keine Klasse. Aber so weit müssen wir noch gar nicht gehen. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch eine Konstante. Another Orange View haben wir die genannt. Das soll jetzt sein von der Klasse UIView eine Instanz mit dem Frame, nämlich hier dieser Größe, die wir angegeben haben. Größe enthält übrigens auch Position. Also könnten wir das hier schon wieder umbenennen. Size and Position. Ja, also nur wenn man so will. Also Frame, Size and Position geben wir hier an. Also eigentlich nenne ich das auch Frame, aber ich wollte halt jetzt hier mal so ein bisschen über Bord gehen. Dann haben wir ein UI View. Und haben das Ding Another Orange View genannt und die Property Background Color von unserem Another Orange View setzen wir auf Orange. Und jetzt kommt der Schlüssel. Unser View Controller ist eine Subclass der Klasse UI View Controller. Die hat eine Property View. Das ist diese hier. Und auf der können wir eine Methode aufrufen, nämlich die Methode addSubView. Und dann können wir unseren anderen orangen View tatsächlich hier hinzufügen. Und da ist er dann auch und steht an der Position 150. An der Position 150x und 20y und ist 100 breit und 100 hoch. Also, ihr seht schon, klar, Programmieren scheint aufwendiger zu sein, als hier mit dem Storyboard rumzumachen. Ich empfehle euch auch, macht um Himmels Willen viel mit dem Storyboard rum. Aber da gibt es dann noch einiges zu beachten und darum kümmern wir uns dann gerade auch in den nächsten Videos.